Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach-Map in der Version 1.4 ohne Gräben. Ich habe hier ein kleines, kleinen Crash. Ich habe für zufällig haben die sich hier in der Kurve begegnet. Sind die sich hier in der Kurve begegnet? Und das hat nicht ganz funktioniert, aber macht nichts. Ja, wir sind fertig mit der Rapsernte und sind jetzt dabei Hopfen zu ernten. Beziehungsweise mit Hopfenernte sind wir auch schon fast durch, glaube ich. Wir haben bloß keinen Platz mehr in der Brauerei, leider. Ist etwas schade, aber nicht zu ändern. So, einmal wiegen lassen. Abladen. So, und weiter geht's. Wir sind hier fertig auf dem Feld. Der kann eigentlich zum Hof zurück. Finde ich. Ich könnte ihn aber natürlich auch hier. Ich könnte damit natürlich auch was anderes machen. Und zwar auf Feld 18 haben wir ja auch Hopfen. So, da könnte ich schon mal einen Kurs einfahren. Feld 18 zum Hof. Oder? Was meint ihr? Müssen wir sowieso erstmal gucken, wie ich denn am besten auf Feld 18 komme. Hier, ne? Hier rum? Ja. Hier ist Feld 18. Dann fahren wir mal. Machen wir mal einen schönen Kurs zum Hof. Ja, das ist doch schon wieder zum Scheitern verurteilt, was ich hier mache. Jetzt erstmal egal. Was ist eigentlich mit Feld 2? Ich hab mich ver... Ja. Stopp. So. Das kommt davon, wenn man nicht drauf achtet, wo man hinfährt. Das kommt von sowas. Fährt hier wieder einer im Kreis oder was ist hier los? Ne, der lädt gerade ab. Sehr schön. Jetzt wollen wir hier natürlich gleich beachten, dass wir hier vernünftig fahren. Feld 4 soll damit dann wohl voll sein, fertig sein.
Moin. So. Ja, die Einfahrtrichtung ist ja inzwischen mehr oder weniger vorgegeben durch die Position der Waage. Ich meine, die funktioniert auch andersrum, aber... darüber. Und einmal dann hier lang. Und weiter. Wieder runter zum Feld 18. Weil es ist ja... ist ja neu. Wir haben Feld 14, Feld 16 und Feld 18 ja jetzt erst in einer der letzten Folgen, also von einer Woche oder sowas, neu gekauft oder vor anderthalb. Und die haben wir noch gar nicht angefangen abzuernten. Das machen wir jetzt aber. Aber wenn die weg sind, dann kümmern wir uns um Mais und um die Rüben. Vorher nicht. Das Schöne ist, ich muss ja jetzt einfach nur mehr oder weniger den Punkten wieder folgen, damit ich dann dahin komme, wo ich angefangen habe. So. Ja, mal gucken, ob das denn so funktioniert oder ich hätte vielleicht besser nach dahin abfahren sollen. Ich weiß es nicht. So. Feld 18. Hof, Silo. So. Auf Feld 18. So, du hast die Arbeit erledigt, meinst du? Einfach reinlassen. Das. Den können wir weg. Aber das müssen wir wieder ausklappen und das auch, weil ich bin mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden. Ich bin der Meinung, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Das hier muss noch alles weg. Diese kleinen Inseln, die finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also auch wenn sie mich nerven. Aber dieser komplette Feldrandbewuchs, der hier noch stehen geblieben ist, der geht mir schon so ein bisschen auf den Keks. Das will ich noch eben haben. Das mag ich nicht. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt eigentlich ja auch schon den Drescher wieder losschicken können, den anderen, der auf Feld 5 war. Den ich inzwischen auf Feld 18 platzieren kann. Habe ich aber nicht. Ha, ärgerlich, aber... naja. Nützt nix. Nützt nichts. Beschleunigen.
Tja. Wir fahren so vor uns hin. Holen die Reste vom Feld. Aber, ich meine, ne, da sind jetzt schon 15% von so einem Tank. Von so einem Korntank, von so einem Drescher. Finde ich nicht wenig. Hopfen haben wir jetzt auf jeden Fall dann erstmal genug. Dann können wir hier eigentlich mal auf dem Feld mal Raps ansehen. Für Diesel und Öl. Dem hier und auf Feld 18. Das ist immer richtig viel Raps kriegen. Jetzt habe ich schon über ein Viertel Tank voll. Das ist doch schon eine ganze Menge. So, wo haben wir denn noch was stehen gelassen? Das ist schön. Und irgendwo auch muss auch noch der andere. Ja, der steht da hinten. Super. Und wenn, dann machen wir das vernünftig, ne? Da brauchen wir auch keine Ausnahmen. Ja, also schon eine Ausnahme. Dieser eine Hopfen-Dingenskirchen, der da steht, der darf stehen bleiben. Aber hier. Ja, dann können wir den auch mitnehmen. Komm, dann machen wir es richtig, ne? Keine halben Sachen. Einmal ums ganze Feld rumfahren. Und Reste einsammeln. Eben gucken, wo noch was steht. Oha. Hier eine ganze Menge. So ein halber Wald. Ja, ihr habt Zeit, oder?
fresse euch nicht, oder? Ja, da steht auch noch was. Fahren wir da auch noch gleich hin. Warte mal, jetzt haben wir schon ein Drittel Korntank voll. Wenn das nix ist, weiß ich noch nicht. Preisen für Bier aus mal wieder. Sind die inzwischen nach oben gegangen? Dann nicht. Dann lasse ich das Bier da stehen. Das ist mir dann auch egal. Ist auch fleißig am Arbeiten, hoffe ich. Na, kriegen wir noch einen halben Korntank, wa? 5000 Liter, ja. So, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, Zuschauer. Hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hat mich sehr gefreut. Hinterlasst mir doch ein Like, Kommentar oder ein Abo. Abos kann man immer gebrauchen. Likes und Kommentare natürlich auch. Auch gerne natürlich Kritik, solange sie sachlich ist. Immer gern gesehen. Wie gesagt, würde mich alles tierisch freuen. Und kommt mich doch auch bei Facebook besuchen oder auf meiner Website. Oh, also ein bisschen viel. Hey! Ja, ist mir klar, dass du durchdrehende Reifen hast, bevor du mir abhaust. Ja, und schaltet morgen wieder ein zur nächsten Folge. In diesem Sinne sage ich ciao.